Und da sind wir wieder zurück. Direkt im Kampf. Direkt wieder bei Wunderelixier-Einsatz. Und direkt hier wieder bei Aquawaster und Hurricane-Schlitzer. Film. Das überlebst du, das überlebst du, das überlebst du. Besser als gedacht sogar. Ach, jetzt ist von beiden die Stärke weg. Ich muss jetzt wieder Stärke drauf machen, so. Wunderelixier, Stärken, Hurricane-Schlitzer, Aquawaster. Na gut, aber für dieses Wunderelixier habe ich auch hart gekämpft. Nein! Ali, warum nur? Ich habe sehr hart dafür gekämpft. Es war ein harter Kampf. So, erstmal heilen wir Tarasas MP. Du heilst einfach alle mal die HP und... Das war ein sehr böser Kampf, den ich... Was? Warum bist du plötzlich wieder schneller? Das finde ich manchmal echt gemein von dir. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also für dieses Wunderelixier hier... Da habe ich wirklich hart gekämpft. Gegen diese Leben und Tod. Dreimal verloren, ja. Einmal sogar, weil ich einmal, weil ich zu dumm war, um mein Team zu wechseln. Zweimal, weil die mich einfach nur fertig gemacht haben. Aber beim dritten Mal, da hat es geklappt. So, gib dir mal selbst das Wunder-Elixier einmal. Ne, dieses Elixier ist echt ein Wunder. Was es hier gerade mit mir macht. So, und einfach was da. Ich will jetzt einfach einen von beiden mal endlich stärken. Regeneration. Bring den nicht, denn ich hau dir wieder alles raus. Oder auch nicht. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? So, wo haben wir den da? Komm, Box drauf. Bäm. Aber jetzt. Oh. Weißt du, du bist fies. Alles Alis Schuld. So schnell schon beim dritten Spruch? Wow. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, ich bin jetzt auch sehr viel stärker als früher. Na gut, du hältst dich auch. Ja, ist gut. Wir heilen uns einfach alle mal jetzt. Aber ich ziehe dir trotzdem das wieder ab, was du dir gerade geheilt hast, weil das finde ich nicht gut. Ne, das ist irgendwie so ein bisschen asozial, wenn du dich einfach heilst, während ich versuche, dir die alles wieder abzuziehen. Guck mal, das ist so, als würde ich gerade versuchen, einen Kartenhaus zu bauen und du ziehst mir einfach mal wieder eine Karte raus. Das geht einfach nicht. Nein. Genau wie das hier. Genau, siehst du? Du darfst es ja nicht... Was? Erstmal Level Up für alle, aber... Was? Das ist völlig unmöglich. Du warst schneller down als gedacht? Ich bin wirklich doch sehr viel stärker als gedacht. Nein, das akzeptiere ich nicht. Nicht schon wieder. Nein! Ich werde nicht untergehen. Und weg ist er. Ist es vorbei? So, erstmal kurz mit Juli alle heilen. Und für alle, die denken, ist es vorbei? Nein, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Erstmal mit allen reden. Lalia, mach dir keine Sorgen. Wir sollten jetzt um den Kristall kümmern. Verdammt harter Kampf, aber wir haben gewonnen, oder? Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Nehmen wir den Kristall und dann schnell weg. Den Joker haben wir es gezeigt. Es war ein Selbstgefühl, ihm nach all der Zeit wieder gegenüberzustehen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich möchte keine Sekunde länger in diesem Ort bleiben. Nehmen wir den Schöpfungskristall und verschwinden. Endlich konnte ich es ihm heimzahlen. Es ist vorbei, endlich. Nach so langer Zeit, seine Kräfte einsetzen zu können, ein seltsames Gefühl. Ja, diesmal haben wir es immer wirklich erwischt. Es muss so sein. Ich habe mein Bestes getan, auch wenn ich im Umgang mit dem Donner nicht so gut bin wie meine Tochter Lia. Ich zittere immer noch im ganzen Körper. Dieser Kampf ging an die Schmerzensgrenze. Was? Und da sind wir wieder zurück. Ja, ich habe den ganzen Kampf normal gemacht und diesmal rede ich keinen mehr an. Einfach direkt weiter.
Ein Wort noch, Sui. Ich nehme dir ja normalerweise keine Rechtschreibfehler übel. Aber der eine, den du da beim Lions Pick gemacht hast, den nehme ich dir übel. So, ist ganz schön groß, aber wir alle zusammen sollten ihn tragen können. Gut, dann lass uns alle... Es ist noch nicht vorbei. Was ist denn jetzt passiert? Das muss Animus sein. Er ist noch am Leben. Nein, nein, nein. Ich bin so weit gekommen, das lasse ich mir kein zweites Mal kaputt machen. Ich höre ihn zwar, aber sehen kann ich ihn nicht. Wo steckt er bloß? Ich habe das Gefühl, er ist unsere ganze Umgebung. Alles ist plötzlich so schwer und ich kann kaum noch atmen. Es muss die Macht seiner Wünsche sein. Davon dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen weiterkämpfen, bis er endlich fällt. Wir müssen was bekämpfen, was wir nicht mal sehen können. Nö, ja, ich bleib bei dem Team. Kein Entkommen, schreit er nebenbei. Kein Entkommen, kein Entkommen. Dieser Kampf hat nie ein Ende. Bitte, und zwar hier und jetzt. Jupp, und jetzt geht's einfach nur noch... wie doof draufkloppen. Ich glaube, er hat nur 100.000 HP in dieser Form. Ah, okay, hier bringen die Elementarattacken nicht mehr so viel. Dafür beherrscht er eine Instant-Kill-Attacke. Nee, doch, ich will lieber mit Lilia angreifen. So, mach du mal Spiralgriff, wir sehen, wie viel das abzieht. Also er ist jetzt eigentlich einfach nur so in einer Art Berserk-Mode nochmal zurückgekehrt. An sich kann er nichts. Er ist einfach nur wild geworden. Und die einzige Attacke, die er machen kann, ist blinde Tötungslust. Also einfach nur seine Instant-Kill. Ja. Mal sehen, wie lange das dauert, bis ich den kaputt kriege. Ja, Spiralklinge macht schon mal gut Schaden. Aber ich werde hier nichts mit Stärkung und auch nicht irgendwie heilen oder so. Verdammt! Das funktioniert doch bei Lalaire. Das war meine einzige Hoffnung, dass es vielleicht nicht bei Lalaire funktioniert. Aber egal. Ich würde einfach nur draufhauen, bis er irgendwann kaputt ist. Ja, perfekt. Xayah hat seinen Zug noch gemacht. Auch wenn er nichts gebracht hat. Nein, nichts verteidigen hier. Verteidigen gibt es hier nicht. Es gibt nur noch draufhauen. Kommt gerade vor mal Julia an. Nein, nicht Staub. Och, verdammt, es wird Stauborkan gemacht. Wow. Stauborkan hat mein Spiel zum Laden gebracht. Okay. Böser Stauborkan. Jetzt geht wirklich einfach nur noch um draufhauen. Er kann einfach nur einen jede Runde töten. Ich belebe einfach wieder. Mein PC laggt schon wieder, warum auch immer. Das hatten wir ja in der anderen Aufnahme auch schon mal. Jawohl! Richtig so. Geh mal daneben. Nein, keinen kommen. Jetzt kann ich mal mit allen angreifen. Das war, glaube ich, jetzt erstmal die Hälfte. Ah, Kraft des Halbmondes. Ja, Julia hat halt nichts anderes, ne? Und jetzt stirbt Julia auch endlich mal. Na gut, aber die beiden dicken Damage-Dealer sind ja noch da. Daneben. Tja, er aber nicht. Das ist ja nur noch. Oh. Shit. Gedacht. Halt du mal eben hier Xayah's MP. Kann auch gleich schön wieder weitermachen. In der Tötungslust. Auf Julia. Ja, der ist an sich eigentlich kein Problem.
Nein, Mann, ich will's nicht. Nein, nein, das will ich nicht sagen. An sich? Wie soll ich mal sagen? Vor allem, wenn die Session nicht daneben schlägt. Er ist eigentlich, ja. Er ist nicht so stark wie der andere, auf jeden Fall. Das ist, stimmt auf jeden Fall. Der andere war richtig gefährlich. Der hier, der schlägt einfach halt einmal drauf und dann instant kill, tot. Aber sonst kann er halt nichts. Er kann halt nur sein instant kill. Sollte auch so langsam halt sterben. Wieder am Leben. Stirb. Xer, du bist wirklich der einzige Idiot, der hier ständig verhaut. So dumm. Guck mal, das Ding ist doch größer als... Was ist das? Das Ding ist größer als deine ganze Heimatstadt. Na danke. Perfekt getötet. Lele ist wieder am Leben. Schon wieder verloren. Gut, das musst du jetzt nicht sprechen. Das wurde synchronisiert. Finde ich gut. Mir tut mittlerweile der Hals weh, wenn ich so tiefe Stimmen spreche. Oder noch so böse. Und sowas, ne? Muss überlegen, mit dem von vorher habe ich jetzt 12 Minuten etwa, glaube ich. Die Bestie ist fort, ein für alle Mal. Wir haben es endlich geschafft. Ja. Hey, Lalea, steh auf, was ist los? So wie ich das sehe, musst du sie um sie keine Sorgen machen, Junge. Aber sie... Sie ist eingeschlafen. Hm? Lalea? Xai? Was ist denn los? Wie kommen wir hierher? Das erzähle ich dir später. Wir sollen jetzt erstmal zu den anderen. Sie warten schon. Wo sind denn die anderen? Sie waren im Tempel der Schöpfung. Jetzt sind wir bei 13. Hey, sie ist endlich aufgewacht. Du bist wohl auf, das beruhigt mich zu hören. Habe ich denn wirklich so lange geschlafen? Der ganze Kampf gegen uns hat dich scheinbar sehr mitgenommen, aber dir geht es gut, das ist die Hauptsache. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ganz besonders dir, Xai. Ja, danke, Lalea. Nun, sollen wir beginnen? Schöpfungskristall. Habt ihr ihn wieder an seinen ursprünglichen Platz gebracht? Ja, und die anderen haben uns dabei geholfen. Das heißt, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, oder? Der Zeitpunkt, mit dem wir unsere Kräfte wieder abgeben müssen. So ist es. Wir brauchen sie nicht mehr, aber die Welt braucht sie, damit wir wieder Recht und Ordnung herrschen kann. Auf dass das Gleichgewicht nie wieder außer Kontrolle gerät, mache ich einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.